Was geht da hinten ab? Da sind sehr viele Wachen und einer komplett in Rot. Überflüssige Unsere innere Stärke wird die Welt heilen. Okay. Ich hoffe es für euch. Ich würde jetzt wirklich mal zu diesem haarigen Bären nochmal gehen und dort einfach etwas essen, wie es auf diesem Zettel steht. Vielleicht bringt das ja was. Ich werde auch ganz genau nachsehen, was Kalkstein gesagt hat, was ich essen soll. Gebratenes Hütchen. Oder während ihr auf dem Plumpsklo sitzt. Was für ein Plumpsklo? Das soll mir jetzt mal jemand erklären. Jetzt erstmal ein gebratenes Hähnchen. Heute setze ich mein Geld auf Boxen. Der hat Kräfte wie ein Bär. Tach. Verdammt, macht was ihr wollt, aber setzt nicht aufs Boxen. Okay. Okay, bei dem kann ich nichts zu essen holen. Wahrscheinlich dann wieder bei der, die da rumläuft. Bei der Kellnerin. Hey, ich hab die gar nicht geschubst. Jo. Hammelbein, Schweinefleisch. Wo ist das gebratene? Versuchen wir es einfach mal. Ach, verkaufen kann ich bei ihr auch. Wenn ich auch verkaufen kann, warum sollte ich das nicht tun? Gibt zumindest wieder ein bisschen Geld. Brauchen tue ich es ja gerade sowieso nicht. Die Hähnchenkeule behalte ich auch mal. Ich werde beides essen. Und so mache ich auch mein Inventar leer. Der Wein war sehr teuer. Brot ist natürlich so gut wie gar nichts wert. Blaubeeren, was will ich mit Blaubeeren? Kuhmilch auch eher sehr günstig. So. Dann wollen wir mal probieren. Wie esse ich das jetzt? Ich würde das wirklich gerne. Das würde ich jetzt wirklich gerne essen. Okay, da habe ich wohl nichts bekommen. Das ist nicht besonders nett. Keine Herausforderer? Machst du auch für 50 bestimmt, oder? Ich brauche Kohle. Sollte ein interessanter Nee, Kampf nee, 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 werden. nee. Ja, das in der Na Tat. los doch. So, die poliert jetzt die Fresse, du. Du Keck. Das ging diesmal sehr schnell. Leicht verdientes Geld. Steh da nicht so rum, kassier dein Geld. Ihr
ihr seid nicht schlecht. In es der Tat. Es ist keine Schande, gegen den Weißhaarigen zu verlieren. Oh nein, das ist es nicht. Wie krieg ich jetzt diesen blöden Steinmensch? Das ist ja... Das ist ja zum Mäusemelken. Die Sache mit dem Zufall? Oh, ein Bandit. Das ist unser Gebiet, verschwindet. Warum denn vielleicht? Seid ihr Zwillinge? Ihr habt sogar dieselben Tattoos. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Ihr habt bloß unterschiedliche Hosen an. Wahnsinn. Was ist das hier für eine komische Scheune? Ich meine, wenn es doch durch Zufall ist, warum wird mir dann ein Ort angezeigt, an dem ich den Stein bekommen soll? Das ergibt halt irgendwie auch wieder keinen Sinn. Sehr, sehr, sehr seltsam. Ja, mach doch die Augen auf. Vielleicht hilft das. Es soll genau hier sein. Vielleicht sollte ich hier ein Hühnchen essen? Nom, 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 nom. Okay, das war's auch nicht. Ich werd da irgendwie nicht so wirklich schlau draus. Das ergibt echt keinen Sinn. Wie zum Teufel soll das funktionieren? Da werde ich nicht schlau draus. Da werde ich wirklich nicht schlau draus. Schild? Ja, okay, schön. Hier drin hatte ich auch schon alles geplündert, das heißt, höchstwahrscheinlich werde ich hier nichts finden. Ziegenmilch, schön. Interessiert mich dann auch eher weniger. Da liegt ein Fisch rum. Aber wie gesagt, ich habe ja den Detektiv, ich habe das ja hier schon komplett ausgeräubert. Da dürfte ich nichts mehr finden. An den Kleiderschrank kann ich nicht mehr rangehen. An den auch nicht. Ich komme hier nirgendwo mehr ran, außer hier. Und da ist bloß eine Fackel und der Dolch drin, die ich beide nicht brauche. Wie zum Teufel soll das funktionieren? Das ist einfach unlogisch. Und warum ausgerechnet hier? Warum nicht direkt bei Kalkstein oder wo ganz anders? Und warum leuchten die Lampen alle so grün? Was bist du denn? Warte, erstmal brauche ich hier das richtige Schwert. Und wohl auch den starken Kampfstil. Dann machen wir die mal schnell nieder. Vielleicht finden wir da was. Also so ein Viech habe ich noch nicht gesehen vorher. Interessant. Aha, Flatterfangzähne. Wertvolle Zutat. Fangzähne eines Vampirs. Lul. Und Monstrositäten. Lymphe. Okay.
trotzdem keine besonders große Hilfe. Hier ist halt auch weiterhin nichts. Es soll genau hier sein, genau hier. Warte mal, Plumpsklo ist nicht... Moment. Rettung, was heißt Rettung? Plumpsklo. Es könnte in der Kloake versteckt sein. Dann bin ich ja praktisch genau unter diesem Gebäude. Wenn ich mich... Ja... Das sieht plausibel aus. Hier Gitterstäbe. Da werde ich aber bestimmt nicht durchkommen. Okay. Es müsste jetzt praktisch genau über mir sein. Achso, hier brauche ich wieder den Schnellkampfstil. Das vergesse ich gerne mal. Dann machen wir die mal eben weg. Wo kommen denn überall diese Ertrunkenen her? So. Jetzt ist hier Ruhe. Ich sollte das Zeug hier vielleicht auch öfter mal wieder mitnehmen, einfach nur wegen dem Geld. Um die Sachen dann zu verkaufen, auch wenn es sonst wenig Sinn für mich hat. Oh, eine Salamanderbrosche. Wer hatte die doch gleich gekauft? Hier liegt ein Schuh. An das Fass komme ich nicht ran und dafür fehlt der Schlüssel. Also es ist immer noch über mir. Es war vielleicht eine gute Idee, aber nicht die richtige. Hallo, alter Mann. Hinter jener Ecke, da bewegt sich was. Gott, wahrscheinlich wieder diese Ungeheuer. Okay. Ach, und jetzt rennt er weg, oder was? Ja, gut. Das hat mich jetzt nicht besonders weit gebracht. Hinter jener Ecke, da bewegt sich was. Gott, wahrscheinlich wieder diese Ungeheuer. Sie sagen alle dasselbe. Warum dieser Ort? Hier ist doch nichts. Also es geht, glaube ich, wirklich um das Haus. Warte, ich gehe nur mal kurz ein Stück weg, um es auf der Karte genauer ausmachen zu können. Ja, ich soll zum Haus des Detektivs. Da bin ich ja. Aber was soll ich hier machen? Bin ich denn auch in der richtigen Quest? Also ich gehe ja davon aus, das war ja die einzige, die ich gerade hier aktiviert habe. Ja, genau, mysteriöser Turm. Soll ich vielleicht einfach hier drin was essen? Nö. Das war es ganz offensichtlich nicht. Das kann ich mir wirklich nicht erklären. Und hier oben ist ja... Hier oben ist doch auch nichts mehr.
Das Ding schwebt da jetzt einfach rum. Was zum Geier soll das? Ich kann auch nichts, keinen anderen Schrank öffnen. Es ist nur dieser. Yeah! Heavy Metal! Woo! Geil! Wie er abgeht. Ja, okay. Was ist hier? Komischer Vogel. Der schaukelt vor sich hin. Ich frage mich, wer den füttert. Weil der Raimund ist ja gar nicht mehr da. So, Karte sehe ich aber auch nichts Genaues. Ich bin hier zwar richtig, aber ich kann ja hier nichts machen. Vielleicht am Morgen nochmal wiederkommen. Ich meine, inzwischen haben wir so ziemlich alle Zeiten mal durch. Und warum will der Zufall, dass wir im Haus des Detektiven sind? Das ist für mich, das entzieht sich meinem logischen Verständnis. Geh da rein. So, jetzt gehst du pennen. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Alles stressfrei. Hier kann ich mal eben wieder ein bisschen was verkaufen. Gibt zwar nicht so viel, aber immerhin etwas. Ach, hier unten habe ich auch noch einiges. So langsam schaut unser Konto wieder halbwegs gut aus. Von wegen wertvolle Zutat, das ist gar nicht wertvoll. Achso, ich wollte ja. Schlafen. Bis zum Morgengrauen. Wir machen jetzt einfach komplett alle Zeiten durch und gehen in die Bude vom Raimund. Irgendwann muss doch mal was Sinnvolles passieren. Muss ja. Es gibt keine andere Möglichkeit. Na du? Na Püppi? Juckt's? Waschen hilft. Hallo Zwerge. Oh, nur eine Runde? Ja. Komm, nur eine Runde. Glücksspiel kann süchtig machen. Okay, ein sehr schwaches Paar, okay. Wir müssen das toppen, weil gegen zwei Fünfer kommen wir mit den beiden Einsern nicht an. Oh ja, so ist gut. Das schaut schon besser aus. Und der schmeißt sein Paar weg. Der ist so doof. Also Hälse ist es wirklich nicht. Immerhin schon mal zwei Vierer. Und der hat drei. Wie. Komm schon, mach irgendwas Gutes. Irgendwas Gutes. Ich habe auch drei Vierer. Jetzt steht's unentschieden. Diese Runde müssen wir gewinnen. Dann können wir richtig gut Kohle machen.
Ja, unser Paar ist schon mal besser als seins. Möge uns das Glück hold sein. Okay. Soll mir reichen. Hey, geh weg. Oder ich klatsch dich. Dann schaue ich nochmal beim lieben Raimund vorbei. Hallo Stadtbewohner. Ist jetzt irgendetwas anders? Es sieht nicht so aus. Ich glaube, ich muss erst dafür sorgen, dass der Raimund zurückkommt. Die Frage ist, wie?